Hi, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Marc Forster. Schönen guten Tag, heute gibt es wieder die Late Night im Classics. Das bedeutet, wir sehen hier Fortnite. Das hat irgendwer spielt, wahrscheinlich irgendein blasser, dünner Junge, der sonst auch mal Fortnite spielt. Ist ein 19-Kill-Win geworden. Ich werde mir das Ganze nochmal anschauen und nebenbei kommentieren und mal schauen, was das wird. Tilted Towers, klar, der natürliche Landing-Spot, wenn man Kills braucht. Die ersten zwei, drei Edits sind gut. 25er Hit. 83, der erste Gegner ist down. Das fängt jetzt schon mal ganz gut an in Tilted Towers. Im wunderbaren Reload-Modus. Weiter geht's. Nach innen gelaufen, die Tür aber nach außen aufgemacht. Der zweite Kill in Folge ist erledigt. 35 Leute leben noch, das ist normal in dieser Reload-Runde. Ich glaube, es sind 40 zum Start der Runde. Töten sich ein paar gegenseitig. Die nächsten zwei Kills eingetütet worden. Das funktioniert eigentlich ganz gut, aber nur noch mit 50 AP unterwegs. Und es hört sich so an, als wäre da der nächste Gegner. Und da ist er auch schon. Schön mit der Burst. Nicht meine Lieblingswaffe. Aber manchmal macht sie das, was sie soll. Nochmal ein 31er. Ziemlich ärgerlich, dass der Gegner noch nicht down war. Das wird jetzt gleich, wenn ich mich nicht irre, aber noch passieren. Da ist er ab draußen, versteckt sich irgendwo hinter der Tür, bringt nichts. Kill Nummer 6 ist eingefahren. Vorher war ich auf dem Dach, hab die Gegner schon ein bisschen gesucht, gescoutet, hab sie nicht gefunden. Jetzt kommen sie raus. Der erste Hit ist drin, der zweite Hit auch, aber dann sind wir down. Also, das ist der Vorteil im Reload-Modus. Wir können respawnen, das machen wir dann auch. Landen auch straight wieder in Tilted Towers und gucken, wo wir die nächsten Kills bekommen. Wie zum Beispiel hier in der Luft. Ähnlich wie meine persönliche Live gerade auch war. Einfach respawned und wieder rein ins Spiel. Und er kriegt schon die ersten Hits rein. Schade, dass wir den Gegner nicht bekommen, den Kill. Wäre ein guter 7. Kill gewesen. Aber passiert. Der steht ein bisschen zu einfach dort auf dem Dach. Das Aim ist durchwachsen, aber den Kill nehmen wir trotzdem mit. So wie der. Hat noch was gebaut. Trotzdem viel zu easy. Das geht so nicht. Der nächste Gegner in der Luft. Okay. Ich merke, geht nichts. Dann können wir abbrechen, oder? Gewechselt auf eine andere Schrotflinte. Ja, war eine ziemlich riskante Situation, glaube ich, oder? Also das kann man besser lösen, als die ganze Zeit so im Hardscope zu sein. Und die Szene ist noch nicht vorbei. Also der erste Gegner eigentlich down. Und dann kommen sie doch nochmal wieder. Wir holen die zwei Kills tatsächlich noch ins Haus, haben aber nur 16 AP. Da lag eine goldene Spaß. Ziemlich ärgerliche Szene, dass wir die nicht bekommen. Aber was willst du machen? Ich glaube, den Loot Drop habe ich danach, kurz danach in der Szene geöffnet, habe dann diese goldene, was auch immer das für eine Schrotflinte. Holen die nächsten zwei Kills mit der AR. Der nächste Gegner in der Luft, auch der bekommt die Hits rein. 75 HP. Zwei Hits müssten schon sein, beziehungsweise eine auf der Range und dann ist er down. Kill 13. Läuft gut. Der wird gut gelasert und da muss man da auch reingehen. Ohne eigentlich eine Wand vor einen selber zu bauen. Von oben. Okay, das geht ein bisschen zu einfach hier rum. Der Kill war zu einfach. 14 Kills auf der Uhr. Gegner ist down. 8, 5, 6 Gegner leben noch. Und ich hab sogar schon eine Brille auf. Wie tief kann man noch gehen? Ja. Bisschen Ordnung, was er da gemacht hat. Hat so halb gepiekt, aber gegen diese wunderbare automatische Schrotflinte. Mit passiven noch immer kann er natürlich nichts machen. Ich hole den Gegner nochmal hoch. Er war ja schon down. Weiter geht's mit der nächsten Szene. Impuls Nate benutzt, um näher an die Zone ranzukommen. Hinten moved auch jemand mit dem Grappler. Funktioniert scheinbar auch. Da hinten sehe ich schon das Licht. Das heißt, auf mich wird gesniped. Und da kam auch der Snipe. Den Gegner Lazy Dinosaurier haben wir natürlich noch töten können in der Zeit. Und dann geht's rauf. Auf den letzten. Ich habe gesagt, 19 Kill, ne? Völlige Falschaussage. Es waren wohl scheinbar doch noch, doch nur 18. Aber vielleicht verlieren wir es auch. Spannend. Wir machen spannend. Edit sitzt nicht ganz. Gegner ist sogar down. Oh, was passiert jetzt? Naja, es war eine gute Runde. Die haben wir mal so nebenbei erspielt in der Reload, im Reload-Modus.